Hallo zusammen, willkommen zurück zu der kleinen Interviewserie mit Esther Hofmann. Und zwar wollte ich Sie unbedingt nochmal fragen, was für Materialien man überhaupt für Brautkleider verwenden kann. Gibt es da irgendwie No-Gos? No-Gos gibt es nicht. Das ist natürlich auch immer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es wird natürlich generell heutzutage in der Bekleidungsbranche sehr viel mit synthetischen Materialien, sprich Polyester, gearbeitet. Einmal aus, ja, eigentlich vor allem aufgrund von Kosten. Ne? Ja. Die Kostenfrage ist da halt ein Faktor. Es gibt aber auch natürliche Stoffe wie Baumwolle, Seide, die da so Anklang findet. Das kommt halt auch immer auf die Verwendung und auch auf den Hersteller an. Also ich kann halt nicht für jeden sprechen. Ich weiß halt zum Beispiel sowas wie Tüll ist allen ein Begriff. Ich habe hier, kann ich das mal so einhalten? Jeder weiß gleich, was Tüll ist. Ja. Ne? Das hier ist zum Beispiel ein Feintüll. Und selbst Tüll gibt es in unterschiedlichen Qualitäten. Also in der Regel besteht Tüll aus Polyester oder aus Nylon, also aus synthetischen Materialien. Man bekommt aber sogar auch Tüll aus Baumwolle oder Seide. Okay. Die sind natürlich, gibt es tatsächlich, die sind natürlich zum einen viel, viel teurer, Baumwolle oder Seide. Wahrscheinlich auch empfindlicher, oder? Empfindlicher und teilweise ist halt auch die Haptik eine ganz andere. Mhm. Also ich wähle zum Beispiel bei Tüll auch immer Nylon-Tüll, weil der viel leichter fällt. Baumwolle ist immer ein bisschen gröber und Seide ist natürlich fein, allerdings unfassbar teuer, Seidentüll. Und da man von Tüll eine Menge braucht, spiegelt sich das natürlich auch im Preis wider. Und das sind Leute dann auch oftmals nicht bereit zu zahlen. Ja. Und dieser Nylon-Tüll ist einfach wunderschön, leicht fließend und damit kann man nichts verkehrt machen. Und genau das gleiche gilt auch für Spitzen zum Beispiel. Die meisten Spitzen bestehen auch aus Nylon oder Polyester. Viele Spitzen werden nämlich zum Beispiel auf Tüll gewebt. Man hat quasi den Tüll als Basis und darauf werden dann die Spitzenelemente gestickt. Okay. Und das ist dann oftmals auch Polyester. Gibt es auch, es gibt auch wunderschöne Baumwollspitzen. Ja, aber was so gängig ist heutzutage, ist sehr, sehr, sehr viel Synthetik. Wir hier versuchen halt, die Materialien so hochwertig wie möglich zu wählen. Also unsere ganzen Futter- und Unterstoffe sind jetzt bei den Kollektionskleidern fast ausschließlich aus 100% Viskose. Mhm. Das ist, Viskose wird auch oft als chemische... Also es ist ein chemisches Herstellungsverfahren, aber basiert auf einer natürlichen Faser. So muss man das erklären. Okay. Hört sich komplizierter an, als es ist. Wichtig zu wissen ist, es ist sehr fein, wenn man es anfasst. Es fühlt sich fast an wie Baumwolle und es ist viel hautverträglicher. Sehr angenehm. Es ist sehr angenehm zu tragen. Man schwitzt nicht so, das ist immer der große Bonuspunkt, als in diesen steifen Futterstoffen, wie man sie zum Beispiel in der Jacke hat. Es ist sehr... fein und leicht und ja, hautfreundlich und angenehm zu tragen. Oder aber auch, was wir machen, ist mit Seide arbeiten. Na, als Unterstoff zum Beispiel, wir haben jetzt in einem Kleid hier, was man hier sieht zum Beispiel, das Ava-Kleid aus der aktuellen Kollektion, da ist zum Beispiel reine Seide als Unterstoff eingearbeitet. Na, also was direkt an der Haut ist, sollte immer so hautfreundlich wie möglich sein und alles, was da drüber ist, muss man halt schauen, was da die Einzelperson auch möchte. Okay. Also von bis ist da wirklich alles möglich. Man kann mit fließenden Materialien arbeiten, wie mit einem Chiffon, also einem sehr dünnen, haben wir hier, ich weiß nicht, ob man das so sieht, ne? Ja, bestimmt. Einem sehr dünnen Gewebe, was sehr fein ist und leicht, ne? Was dann so schön leicht schwingt. Mit Tüll zum Beispiel oder mit Seide, man kann natürlich auch steifere Materialien wählen, wie Satinstoffe, die ein bisschen dicker sind, die ein bisschen nicht ganz so leicht fallen. Da ist von bis wirklich alles möglich. Okay, ja krass. Jetzt habe ich auch noch hier einen Lehrgang in Stoffherstellung bekommen. Es gibt eine ganze Menge, man meint das gar nicht. Und vor allem sagen wir auch, Tüll ist nicht Tüll. Es gibt, das schaut jetzt nicht aus wie ein Karnevalstüll. Nein, es gibt bestimmt 100 verschiedene Arten von Tüll. Also von wirklich Petticoat-Tüll, was super steif ist, was für Karnevalkostüme benutzt wird. Was so dieser Tütü-Charakter ist. Der ist ja super steif, dieser Tüll. Aber es ist auch Tüll. Ne?
dann ein bisschen feinere Tüllqualitäten bis hin zu einem Soft-Tüll, was wirklich ganz fein, fließend, leicht fällt. Da gibt es also pro Material nochmal ganz viele Unterkategorien quasi, was da alles möglich ist. Genau wie mit Spitze. Spitze ist nicht Spitze. Ja, okay. Krass. Ja, da gibt es auch. Muss man echt viel wissen, ne? Aber da hat man ja dich für. Genau, es ist halt, sagen wir mal, überwältigend manchmal, wenn man sich so seine Materialien raussuchen soll, weil es gibt so viele Möglichkeiten und man kann alles miteinander kombinieren. Aber es ist auch schön, weil man kann eben sich das so zusammenstellen, wie man es gerne hätte. Ja? Stimmt. Also da habe ich damals nicht drauf geachtet. Ich habe ja einen VHS-Kurs, Nähkurs. Ja. Aber ich bin, ich kann ja, ich bin ja echt gut. Ich habe mir einen Mini-Rock, so einen Falten-Mini-Rock. Mhm. Sah ja eigentlich fast schon wie so ein Schulrock aus, mit Schuluniform. Genäht, habe ich irgendeinen günstigen Stoff genommen. Ja, natürlich, klar, für den Anfang. So habe ich auch nähen gelernt. Ja, aber lass mal das, den will keiner sehen. Ja, man muss halt auch immer gucken, was möchtest du mit dem Stoff machen. Mhm. Also verschiedene, man kann theoretisch fast alles aus jedem Stoff machen. Aber für manche Dinge eignen sich halt auch manche Stoffe mehr oder weniger. Wenn man sagt, man möchte zum Beispiel jetzt einen Tellerrock, der hier oben noch gerafft ist, mit ganz, ganz viel Stoff machen und man wählt dafür einen sehr schweren Stoff, kann es problematisch sein, weil du halt Massen an Stoff hast, die an sich schon sehr schwer sind und dann hast du total viel Gewicht, was du halt auch tragen musst. Ne? Und andere Dinge, wie zum Beispiel Tüll, der Charakter von Tüll ergibt sich ja erst durch die Masse an Stoff. Ja, klar. Also sagen wir mal, ein Bleistiftrock aus Tüll würde dir überhaupt nicht aussehen. Nee, weil du erkennst es ja auch gar nicht. Nee. Also dieses leichte, fluffige, volumige, das ist Tüll. Und das muss es auch sein. Dafür braucht man halt mehr an Masse. Okay, ja klar, das ist total logisch. Ne? Spannend. Ja, oh, danke. Gerne. Wenn ihr das Video auch interessant fandet, dann hinterlasst uns doch gerne einen Daumen oder einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns. Ja, und dann müsst ihr nächsten Video, würde ich sagen. Tschüss! Tschüss!